Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Oktoberwochenübersicht malst. Und das ist gar nicht schwer. Und dafür brauchst du erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribble Set Matter. Dann ein paar Bleistifte, Buntstifte, den Micron Fineliner, ein Radiergummi, ganz unerlässlich, und ein Stabilo Pen. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Zuerst einmal nehme ich mir meinen Bleistiftkasten und daraus irgendwie einen weichen Bleistift. Du siehst schon, die weichen Bleistifte sind hier bei mir ganz kurz, weil ich nehme eigentlich immer den weichen Bleistift. Liegt daran, dass man den am besten radieren kann. Also ein harter Bleistift wird es ja nur tun, wenn ich ganz, ganz feine Linien brauche, die man kaum sieht, was im Video irgendwie auch kontraproduktiv ist. Daher nehme ich eigentlich fast immer ein 2B bis 6B. Ja, und dann fangen wir mal an, den Kürbis zu malen. Das mache ich mit einem Oval und dann baue ich immer so Halbovale einfach an. Ja, und dann gibt das auch ganz schnell einen Kürbis. Und vor allen Dingen, wenn du dann einen Stiel dran malst, dann ist das kein Problem mehr. Ein bisschen optisch getrennt wird das Ganze, indem hier unten noch eine Ranke dran kommt mit ein paar Blättern. Und dann sieht das Ganze aus, als hätte sich das Blatt in zwei Teile geteilt. Was nicht unbedingt nötig ist, aber ich fand das ganz schön, weil so hat das irgendwie so eine optische Trennung. Es gibt ein oben und unten, ist nicht alles einfach so platt. Damit die Wochentage jetzt ordentlich werden, ne, jeder Kreis wird ein Wochentag, nehme ich hier einfach ein 2-Cent-Stück ist das ja genau, ein 2-Cent-Stück und male damit hier meine Kreise. Ich habe das nicht genau ausgerechnet, wie ich was wo male, ja, so ungefähr, ne, dass das hübsch aussieht, aber es muss gar nicht so gerade sein, es muss gar nicht alles im gleichen Abstand sein, es darf ruhig ein bisschen kreativ aussehen. Und wenn ich jetzt erstmal die Struktur der Seite fertig habe, dann fange ich auch schon an, das Ganze anzumalen. Ich verzichte heute mal darauf, Außenlinien zu machen. Normalerweise würde ich jetzt meinen Micron Fineliner nehmen und würde hier alles liebevoll nachziehen. Darauf verzichte ich jetzt mal, einfach weil ich so ein bisschen Dimension in die Seite haben möchte. Das heißt, ich koloriere jetzt erstmal alles mit einer Farbe, also in dem Fall hier mit Orange, dann mit Grün und so weiter. Und dann nehme ich ein dunkleres Orange und fange an, das Ganze ein wenig zu schattieren. Du wirst jetzt ganz schnell sehen, was ich meine. Ja, jetzt dann kann ich, ja, eigentlich sollte ich die Bleistiftlinien dann wegradieren. Das wird schwierig werden, also werde ich versuchen, die so einigermaßen zu überdecken mit den Schattierungen. Das heißt, wenn ich dunkler werde, werden sich auch die Bleistiftlinien ein wenig, werden einfach ein wenig verschwinden. Ne? Du siehst das jetzt schon hier mit dem dunkleren Orange. Dann treten die ganz in den Hintergrund. Hier kannst du gut erkennen, dass ich mit dem Grün eigentlich genau dasselbe mache. Ne? Ich male das Ganze hellgrün an und dann gehe ich ein wenig stärker rein und male die Ränder ein wenig dicker, sodass das ein wenig plastischer wirkt und dass das Ganze auch noch ein paar Schatten bekommt.
Im nächsten Schritt bekommen jetzt die Kreise, die Wochentage. Ich mache das noch einmal mit dem Bleistift, weil ich fand das jetzt ein bisschen zu gefährlich, direkt mit dem schwarzen Filzstift da reinzugehen. Der Stabilo ist sehr schön, aber er ist halt auch dick und deswegen muss man ein wenig aufpassen. Wenn man es nicht ganz mittig kriegt, so wie ich jetzt, dann möchte ich das dann doch nochmal nachmalen können. Ja, jetzt werden einfach nur noch die Kreise ausgemalt und das Weiße ausgespart. Jetzt kannst du natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Ja, also bin jetzt hier so ein bisschen freier vorgegangen, einfach weil ich gesehen habe, dass die Buchstaben nicht alle so 100% sind. Und jetzt bediene ich mich gleich eines kleinen Tricks. Ich habe nämlich ein Edding hier und damit gehe ich nochmal über die Buchstaben drüber. Auf diese Weise sieht das Ganze ein wenig ordentlicher aus. Ja, und nun kommt auch endlich mein Micron Fineliner zum Einsatz, weil, ja, den brauche ich eigentlich immer, ne? Und neben jedem Wochentag kommen ein paar Kästchen und die sollen einfach symbolisieren, dass ich daneben etwas schreibe, was ich tun muss. Ich werde die natürlich anpassen. Fürs Bullet Journal gibt es ja bestimmte Zeichen, ne? So Rundenkreis mit einem Kreuz durch und so weiter. Und das kann ich dann einfach da reinmalen und anpassen. Zunächst einmal sollen ein paar Kästchen reichen. Ja, daneben kann ich eben schreiben, was ich machen muss. Und wenn, dann passe ich das an, indem ich in diese Kästchen reinmale. Du kannst es natürlich größer oder kleiner machen. Das bleibt dir überlassen. Oder du kannst gleich richtige Symbole setzen. Also ich fand das ganz praktisch, weil so kann ich das immer anpassen, je nachdem, was in der Woche so passiert. Ich gehe sowohl mit dem Orangenen, wie du hier siehst, als auch mit dem grünen Stift noch so ein bisschen rein und schattiere das nochmal so ganz leicht nach. Also wirklich nur ganz leicht, um noch ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Zu mehr dient das eigentlich gar nicht. Aber ich fand das ganz schön. Ja, ich habe einfach gedacht, so ein bisschen so ein Hauch von Aquarell, ne, kann das Ganze noch vertragen.
Ja, und ich hätte es bald vergessen. Ganz, ganz wichtig. Natürlich müssen hier noch die Wochentage dran. Das mache ich einfach mit dem Mike und Feinliner. Ich schreibe unten rechts meine Tage dran. Beziehungsweise es kann auch oben links oder in der Mitte sein. Also das kannst du natürlich frei gestalten wieder. Wenn du es ganz ordentlich haben möchtest, bietet sich natürlich an, nur eine Richtung zu nehmen. Aber naja, du siehst schon, ich mache das hier ganz wild durcheinander. Und ich finde eigentlich, dass es recht schön aussieht. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Tutorials angelangt. Ich hoffe, diese Wochenübersicht hat dir gefallen, ist vielleicht mal eine andere Idee. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Sehe ich auch immer sehr gerne. Vielleicht abonnierst du auch unseren Kanal und klickst die kleine Glocke an, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste. Und dann hoffe ich, dass ich dich im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, tschüss!